ist der Horn im Waschraum A380 mit der Senatorrose. Sag es durch die Rose und mit Liebe. Wir kommen zur Review hier, der First Class Flug mit Lufthansa. Und ich habe gedacht, ich ziehe mich hier schön zurück, damit ich euch alles mal von einer ganz neuen Seite berichten und beleuchten kann. Viel Vergnügen! Im Waschraum A380 mit der Senatorrose. Sag es durch die Rose und mit Liebe. Wir kommen zur Review hier, der First Class Flug mit Lufthansa. Und ich habe gedacht, ich ziehe mich hier schön zurück, damit ich euch alles mal von einer ganz neuen Seite berichten und beleuchten kann. Viel Vergnügen! Kommen wir zu den Geschenken, die wir in der First Class an Bord für Damen und Herren von der Lufthansa bekommen. Natürlich in einer gewissen Form bezahlte Geschenke, aber auch immer kleine Überraschungen. Ich muss sagen, diesmal bin ich negativ überrascht. Was hat mich so... Und ich meine, negativ von der Erscheinung überhaupt dazu kommen lassen können, dass ich, der eigentlich von diesem First-Class-Produkt bei Lufthansa immer überzeugt war und das auch weiterhin natürlich bin in einer gewissen Form. Habe aber diesmal auf einem Flug Dinge gesehen, erlebt, die mir einfach eine gewisse Traurigkeit auch in diese schöne, in diesen luxuriösen Bereich mit einspielen lässt. Fangen wir erstmal an mit den Dingen, die wir als Geschenke bekommen. Wir haben hier einmal für den Herrn, das ist in Large, dasselbe gibt es für die Frau. Wenn man sich das anguckt, das ist hier ein Schal und dann ist das das Oberteil. Und das ist so erschreckend, weil es ist in Braun. Und da frage ich mich, wir haben bei Lufthansa gerade ein ganz neues, nagelneues Dark
Lufthansa Blue eingeführt. Und jetzt hatten wir auch einen blauen Schlafanzug für alle. Und jetzt kommen die mit Braun. Also wer von der Marketingabteilung oder von der Anziehabteilung sich hat das einfallen lassen, der hat, glaube ich, einen schlechten Tag gehabt. Denn ich meine, ein absolutes No-Go. Aber sowas von No-Go. Für mich als Horn ist ein brauner Schlafanzug bei Lufthansa in der First Class. Also das ist jetzt. Also da würde ich sagen, das ist noch nicht mal mehr ein Träumchen, das ist ein Albträumchen. Und wie ich dann erfahren habe, und jetzt kommt's, die braune Hose, schwarzes Nackenkissen, Männer und Damen entwickelt, habe ich doch wirklich mir sagen lassen, dass dieses, ich muss es nochmal zeigen, ist ja ein Witz, dass dieses Braun deswegen eingeführt wurde, weil die Sitze braun sind. Entschuldigung, mal ganz kurz. Mein Vogel braucht Wasser. Ich weiß nicht, wie man diesen Umweg denken kann, aber auf so eine Idee erstmal zu kommen, muss ich sagen, da muss man schon, nee, da braucht man nicht kreativ sein. Also, das ist erschreckend. Der Sitz ist braun und deswegen habe ich jetzt einen braunen Schlafanzug. Liebe Lufthansa, das ist ein No-Go. Und das erschreckt mich, das macht mich traurig und das ist ein Verlust von einer gewissen Qualität, die ich von euch grundsätzlich standardtechnisch gewohnt bin. Das will ich nicht. Wie ist es für euch? Ich meine, braunen Schlafanzug. Nur weil die Sitze braun sind. Jetzt brauche ich also einen Schlafanzug, weil die Sitze braun sind. Da bin ich ja froh. Wollen wir noch ein bisschen mehr zeigen. Da bin ich ja froh, dass ich sozusagen meinen blauen Horn Circle Schlafanzug da habe. Also ich meine, also das geht wirklich nicht. Also das geht auch zu weit. Dieser Gedanke ist, wie gesagt, schlecht. Und ich kann nur hoffen, dass dieser Gedanke in der nächsten Zeit wieder revidiert wird zu einem positiven Gedanken. Bin da sehr optimistisch. Kommen wir mal zur Vinothek. Dieses Mal, und zwar extrem dieses Mal, extrem positiv. Wirklich. Ich meine, ich habe ja gerade erst Marcos del Bonego persönlich getroffen. Und diese Weinkarte ist das erste Mal von Marcos del Bonego komplett zusammengestellt. Also unser Master of Wine und Weltmeister Sommelier, sehr schön gemacht, auch eine kleine nette Geschichte, macht große Freude, hat einen fantastischen Champagner. Wir haben tolle Weißweine. Und die Rotweine, und da kann ich einen ganz besonders empfehlen, mal gucken. Das ist dieser hier aus Chile. Ein Wahnsinn. Und das ist die besondere Empfehlung von Marcos del Bonego. Auch ein Träumchen. Es gibt einen Dessertwein, einen Portwein. Und wir haben natürlich diverse Kaltgetränke, Heißgetränke und was in Bezug auf das wisst ihr, das kennt ihr ja alles. Das jetzt extra alles zu zeigen, das ist ja Coca-Cola und Limo und alles was dazu. Sprudelwasser. Also diese Weinkarte, neues Design, gefällt mir sehr gut. Sehr edel gemacht und was erfreut mich. Also das ist First Class. Da sind wir wieder bei der First Class. Deswegen gibt es von diesem tiefen Tal des braunen Schlafanzuges einen Riem nach oben für eine fantastische Weinkarte und das ist auch ein Träumchen, sehr edel gemacht. Dieses feine, edle Grau, toll, also diese Bilder wundervoll zusammengestellt. Das macht mir Freude. Da beginnt First Class in Vollkommenheit. Auch hier innen drin nett dekorierte, schöne Bilder.
Das ist ein herzlich willkommen, ein Welcome. Und da heißt es dann nicht umsonst, wie schön, dass Sie heute ein Gast in der Lufthansa First Class sind und wir begrüßen Sie sehr herzlich. Gebe mal die Karte. Es gab heute Kaviar mit traditionellem Bayer. Schnell die Review gemacht. Jetzt habe ich mir Wasser hinstellen lassen. In der Zwischenzeit, wo ich das hier mit euch bespreche, wird mein Himmelbett vorbereitet.